ich komme zurück. Will nun mal die Kisten hier. Diamanthandschuhe. Die andere Höhle war doch umsonst. Hier, was ich hier bekommen, was eh, ne? Diamanthandschuhe, keine Ahnung, ob die noch jemand braucht. Der hat die schon. Der kann sie nicht nehmen. Die bringen nichts. Bei dem geht's noch. So, was haben wir hier drüben noch? Behemoth-Dolch. Hört sich gut an. Okay. Kann den wahrscheinlich nehmen, ne? Nee, auch nicht. Okay. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Dann nicht. Ja, drei von denen, die können ja nix. Was macht die? Die macht nix. Blitz drauf alle, mal gucken. Erste tot. Nochmal. Zauber. Auch tot. Na, ja, hoffen wir mal, dass der das nicht direkt macht hier. Hoffen wir doch mal. Danke. Och, der heilt sich komplett voll. Der muss einfach nur überleben. Einmal seinen Angriff machen, ist er wieder komplett voll. Das ist so geil. Und die Berufsstufen steigen weiter. Und das ist einfach nur göttlich. So, ich verschwende jetzt nicht noch irgendwie... weitere Zauber... Jetzt darf ich das nochmal machen. Magie, Gorbi, Dieb. Ja. Nein. Tür öffnen. Danke. Entweder geht es jetzt hier weiter oder es ist nochmal eine Truhe. Und das würde bedeuten, wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Jawohl, wechseln zu Freiberufler. Da sind wir schon Level 99. Bin mir da nie sicher, ob das das Richtige ist. Welche sind das hier? Die hier, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Nein, hier geht's weiter, okay. Alles richtig gemacht. Kann man hier durchlaufen? Nein. Kann man hier durchlaufen? Nein. Dann kann man hier wahrscheinlich auch nicht durchlaufen. Und hier auch nicht. Und hier sieht es irgendwie nach Endboss aus. Jetzt gucken wir nochmal. Alle voll? Ja. Gut. Rein ins Wasser. Okay. Nochmal normale Gegner. Steffen. Nein, nein. Ah. Mach wenigstens einen Ausfall gleich am Anfang. Hm. Hier hoffe ich mal, dass wir den Tod kriegen. Nein, kriegen wir nicht. Scheiße. Naja. Vielleicht schafft der Gorbi den ja jetzt auch den einen hier. Bevor der noch was machen kann. Schade. Ja, das habe ich befürchtet. Einmal kurz falsch gedrückt. Wieder High Potions hier. Ich wollte den Ausfall auf den Teja da machen.
Naja. Links, rechts? Les mal links. Ach, nee, oder? Ah. Das ist echt ein bisschen dumm gemacht. Ich hoffe nur, dass ich nicht dann direkt in den Bosskampf komme, wenn ich irgendwo reingehe. Das wäre echt scheiße, da wäre der Gorbi nämlich ein Level 1 Dieb ohne Rüstung an. So, so langsam weiß ich. Königsschwert, Diamantschild und der Rest auch alles Diamant. Ja, wir haben auch immer Glück. Diamantschild nochmal. Die Eve hat noch ein Schild an, ne? Der hat schon ein Diamantschild. Kann es aber leider nicht nehmen. Entschuldigung. Der kann das auch nicht nehmen. Der könnte das nehmen wahrscheinlich. Ja. Aber da hat er einen Defender. Okay. Gerne. Und jedes Mal was zu sagen, das ist ja auch immer das Gleiche. Ey. Ihr kennt es ja mittlerweile. Taktik steht. Die normalen Dreschmobs sind kein Problem. Einmal ist der Gorbi gestorben. War ein bisschen blöd. Das war, glaube ich, gegen diesen Drachen, ne? So, jetzt sterben die alle. Gut ist. Auch tot jetzt. Der schlägt nochmal zu hier. Weiß ich nicht, warum der so viel Schaden bekommt, der Gorbi. 600 Schaden. War ja keine Magie oder so. Aber es war, glaube ich, auch kritisch, ne? Muss die mal tauschen hier. So, und weiter runter. Auf die andere Seite, da muss ich das wahrscheinlich nochmal machen, natürlich. Ja. Ich glaube, hier kommt der Endbosskampf. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Ich habe das im Gefühl. Geht eigentlich der Sound weg, wenn ich hier vorne, wenn ich hier... Ne, glaube nicht. Wird zumindest immer noch angezeigt. Bin wieder... Nein. Rüsten. Kann er kommen. Gucken, sind wir alle voll geheilt? Nicht ganz. So, jetzt. Natürlich, da ist die Harfe. Die legendäre Laute Noahs beginnt eine leise Melodie zu spielen, die dein Herz tief berührt.
Doch dann. Nur was lauter erhalten. Und cool. Ich hab gedacht, da kommt noch ein Bosskampf. Kommt auch noch. Okay, jetzt können wir ja diesen Zauber nutzen, der uns hier rausportet. Stark genug sind wir, ne? Teleport. So, und wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir mit dieser Harfe machen? Das müssen wir dem Typ da unten bringen, oder? Ohne Endbosskampf, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Dogas Schloss. Ja, Doga, hallo. Erstmal das hier. Vielleicht sagt der mir hier irgendwas. Das müssen wir doch schon im Doga bringen, oder? Meister Doga hat sich zum Riss zwischen den Dimensionen begeben, um den Eureka-Schlüssel ausfindig zu machen. Hoffentlich geht es ihm gut. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir da nochmal durch. Da wurden wir ja nicht, Magie, Eve, Wicht, ganze Gruppe. Ihr habt das jetzt nochmal? Ja, das klappt. Keine Ahnung, ob der noch dort ist. Nicht abgespeichert. Ich wollte noch mal zu dem See hier hinten gehen. Okay, passiert nichts. Ich muss kämpfen. Ach nee, oder? Sind die jetzt auch klein? Ich hoffe doch. Na klar, die bringen mich jetzt um, ich muss alles nochmal machen, wetten. Geil. Okay, gut. Ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht. Da hätte ich nämlich gar keinen Bock drauf gehabt. Ich kann hier gar keine Wicht machen. Das heißt, ohne Zauber bist du hier aufgeschmissen, ne? Wird man hier echt angegriffen? Keine Ahnung, ob das was bringt hier jetzt. Nee. Ist im Ernst, das bringt nichts. Scheiße. Was soll ich denn jetzt mit dieser Harfe machen?
Gut. Oh oh, ob wir von denen fliehen können. Gut, das ist nochmal wichtig hier, dass das funktioniert. Oh! Naja, die waren doch schneller, wir haben uns nochmal erwischt. Wir sind jetzt schnell hinter uns hergeritten. So, sind wir wieder in der Höhle zurück? Nee, ist noch ein Stück hier. So, jetzt sind wir aber zurück. Ja. So, ganz kurz. Magie, Eve, Wischt, gesamte Gruppe. Was sind denn diese zwei Pfeile nach unten? Beim Gorbi. Was? Keine Ahnung. Okay, also hier müssen wir nicht hin. Das wollte ich nochmal machen. Ich habe keine Ahnung, wir haben jetzt die Harfe. Wo müssen wir jetzt hin? Ich habe echt keinen Plan. Ich weiß ja nicht, wo der Doga ist. Wo sollen wir denn jetzt hin? Ich kann aber zum König gehen, ob das was bringt? Keine Ahnung. Richtig? Ja. Aber ich keine Ahnung, ob das irgendwie hilft. Aber ich keine Ahnung. Da oben waren wir noch gar nicht. Ist hier eigentlich noch? Ist hier noch was? Hier war ich ja noch gar nicht. In den Gemächern des Königs. König Alus zeigt seinen Schmerz nicht, doch er verlor seine Mutter sehr früh und nun seinen Vater. Ja, komm mal mit dem reden. Ich darf meinen Vater nicht enttäuschen. Nicht nur Saronia muss ich den Frieden bringen, sondern der ganzen Welt. Es gibt also viel zu tun. Und es wird noch Gelegenheit geben zu trauern. Bitte nehmt euch alles in Saronia, das euch auf einer Reise behilflich sein kann. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Okay, wer ist das Süßes hier? Unter den Wellen ein Tempel vergangen, südlich Saronias, zwischen den Zagen. Wart durch göttliche Wut untergegangen. Mhm. Südlich von Saronia, zwischen den Zagen. Ja, da waren wir schon gerade eben. Lursenaute Laute liegt im Tempel der Zeit und ward einst ewiger Stille geweiht, da ihr Klang die Welt der Träume erreicht. Ja gut, die habe ich jetzt, die Laute. Und was mache ich damit? Naja, keine Ahnung. Ich gucke mir es an, ich suche es irgendwie, ich werde es schon finden und dann verwenden wir in der nächsten Runde die Harfe. Müssen wir die vielleicht einfach nehmen? Einfach spielen? Das probiere ich jetzt noch. Weiß das bei Wichtiges? Nur was Laute. Steht da was dran? Eine Laute, deren Klang Unai erwecken kann. Vielleicht geht das nur draußen in der freien Welt. Oder in dem Tempel. Das hätte ich müssen bestimmt direkt dort machen, ne? Ja, dann drehe ich durch. Da muss ich mich jetzt nochmal dahin kämpfen. Probieren wir das mal hier. Wenn das so ist, das wäre echt ätzend.
Also hier geht's schon mal nicht. Geht das nur, wenn wir in der Luft sind? Keine Ahnung. Ich speichere auf jeden Fall jetzt mal. Ich such's raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.